Noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik war die Arbeitslosigkeit so hoch wie in diesem Jahr, das ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand. Werfen wir einen Blick auf den Verlauf am Arbeitsmarkt. Vergleicht man die Balken in Grau, die Arbeitslosigkeit im Vorjahr, mit jenen in Gelb im heurigen Jahr, sieht man deutlich, dass die Arbeitslosigkeit vor allem im Frühjahr massiv zugenommen hat. Am höchsten war die Arbeitslosigkeit im April. Da wurde auch der höchste Anstieg verzeichnet. Im Jahresdurchschnitt waren heuer 65.900 Menschen in Niederösterreich auf Arbeitssuche. Das ist ein Plus von 29,7%. Hoch, aber immer noch niedriger als der österreichweite Anstieg. Hier gab es ein Plus von 37% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders hart hat die Corona-Pandemie die Hotellerie, die Gastronomie und die sogenannten körpernahen Dienstleister, also zum Beispiel Friseure, getroffen. Das Angebot an freien Stellen und Lehrstellen ist 2020 in Niederösterreich um 23% gesunken. Im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung wurde der niederösterreichische Arbeitsmarkt allerdings etwas weniger stark in Mitleidenschaft gezogen. Das liegt laut dem AMS am Mix der unterschiedlichen Branchen. Eine gute Entwicklung gab es beispielsweise am Bau. Hier wurde von Juli bis September der österreichweit höchste Zuwachs bei den Beschäftigten verzeichnet. Sieht man sich die Regionen im Detail an, dann ist die Arbeitslosigkeit im Mostviertel am höchsten gestiegen. Im Bezirk Melk verzeichnet man ein Plus von 52,6%. Am niedrigsten war der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Waldviertel. Hier lag er im Bezirk Gmünd bei plus 17,4%. Etwa 18.500 Betrieben wurde in Niederösterreich Kurzarbeit genehmigt. Knapp 900 Millionen Euro an Beihilfen wurden bisher ausbezahlt. Sie sind an die Bedingung gekoppelt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens einen Monat nach Auslaufen der Kurzarbeit weiter beschäftigt werden. Wie viele auch nach Ablauf der Frist ihren Job behalten werden, wird sich erst im Laufe des nächsten Jahres zeigen. Beim AMS geht man jedenfalls davon aus, dass die Arbeitslosigkeit 2021 wieder sinken wird. Abhängig ist das aber weiterhin von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen.